Kommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Sub Creativity, der nächste Sub Squad Builder hier auf dem Kanal. Heute ist Donnerstag, Neujahr. Ich wünsche euch allen frohes neues Jahr. Für die, die hier noch nicht irgendwie auf Facebook gesehen haben, dass ich das gemacht habe, auf jeden Fall, ja, ein anständiges Jahr für euch mit viel Erfolg, wo auch immer ihr ihn braucht. Und ich muss eine ganz kurze Ankündigung hier noch machen für die, die mir nicht auf Facebook folgen oder irgendwie da die Videos gucken. Denn, Karrieremodus kommt heute nicht. Ich habe das vorhin 2 Stunden geschnitten, gespeichert und während dem Speichervorgang ist es dann einfach, ja, abgebrochen, beziehungsweise Camtasia hat sich aufgehängt und dementsprechend war es dann weg. Ich konnte es nicht mehr recovern, muss alles normal machen und dafür hatte ich heute einfach keine Zeit mehr. Kommt dann am Samstag das nächste Mal wieder. Heute Abend kommt ein Livestream, also wer Bock hat, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich werde natürlich hier noch ein Ankündigungsvideo posten und der Link dazu wird dann auch da sein auf meinem Kanal, ist auch schon zu finden. Also schaut auf jeden Fall vorbei, würde ich mich drüber freuen. Wird so nach dem Topspiel in der Premier League sein, das heißt so gegen, ich nehme mal an, 8:30, 9 wird das Ganze losgehen. Heute gibt es einen Squad, hier ist der Ersteller eingeblendet. Danke auf jeden Fall an dich, ihr habt mehrere Squads gepostet. Das hier fand ich definitiv am besten, hatte jetzt nur einen Like gerade auf Facebook, allerdings war das andere beispielsweise eins mit 28 Likes, glaube ich, hatte Valderrama drin und den will ich mir momentan nicht kaufen wegen Team of the Year und allgemein fand ich das Team auch nicht so geil. Das hier jedoch schon, es ist ein Market Crash Team, denn beim Team of the Year, ihr wisst es eventuell, der Markt wird überflutet von Spielern aufgrund der vielen Packs und dementsprechend gehen die Preise extrem runter. Wenn ihr teure Spieler habt, verkauft sie jetzt. Ich werde meinen Bale wahrscheinlich auch noch verkaufen und auf der anderen Seite haben wir dann halt, ja, günstige Spieler und dieses Team hier kriegt ihr für 7500 Coins ungefähr. Also ich habe es für, ich glaube, 7300 oder sowas bekommen insgesamt. Es ist absolut günstig. Ich meine, ihr könnt dafür ein Pack ziehen oder dieses Team bauen und das Team ist wirklich gut, deswegen würde ich euch das empfehlen. Wir starten im Tor und da haben wir einen 83-Grading Keeper und zwar Rufier. 750 Coins gekostet, hat ein Gegentor kassiert in den 4 Spielen, die ich gespielt habe. 2 davon wurden abgeboren, eins nach 28 Minuten vom Gegner und eins nach 72 Minuten vom Gegner. Aber trotzdem nur ein Gegentor kassiert. Wie gesagt, also richtig guter Keeper, jedoch, also in diesem Team ausnahmsweise mal, jedoch war vor allem die Innenverteidigung deutlich besser, weil Keeper sind normalerweise nie so gut. Die Innenverteidigung war absolute Bank mit Kabul und Laporte, die sind beide extrem stark, beide 1,89 und 1,91 groß, mittel Arbeitsraten haben beide. Sind zudem sehr sprungstark, kopfballstark. Vorne vor allem Kabul mit sehr guten Aktionen teilweise. Dazu noch relativ schnell mit 74, 67. Das reicht auf jeden Fall aus. Kann man sie nicht beschweren. Im Aufbauspiel können die auch beide einiges. Sind beide noch, also vor allem Laporte ist natürlich extrem jung. Der ist gerade mal 2 Jahre älter als ich. Und er ist, okay, er ist mittlerweile fast 30. Naja, 29 wird er jetzt dieses Jahr in 3 Tagen. Und trotzdem beides sehr, sehr gute Spieler. Ich denke mal, Kabul ist schon immer auf der Port gewesen. Kann man auf jeden Fall machen. Rechts steht da wieder ein Non-Rare-Spieler und zwar Raphael. Auch der sehr, sehr gut mit 83 Tempo, 76 Defending, 77 Dribbling und auf der anderen Seite haben wir Antunes und der kann man natürlich auch Info mitstellen, aber dann ist es nicht mehr so günstig. Bei den beiden ist das cool, die sind beide relativ schnell mit 83 und 84 Pace, können beide verteidigen mit 73 und 76 Defendings, Physics ist auch in Ordnung und das Gute ist, die können beide auch noch dribbeln und passen, wie ihr hier seht und der Schuss ist vor allem bei Antunes natürlich, weil der gute Freistöße hat, extrem nice, denn das sind Spieler, die defensiv was können, aber auch offensive Aktionen bringen können, die können schießen, die können Tore schießen und Flanken geben und deswegen sehr, sehr nice Außenverteidiger, die auch einen richtig guten Job gemacht haben. Der zentrale Mittelfeldspieler ist dann eigentlich ein Sechser und zwar ist das Lassana Diarra, ehemaliger Spieler von Real Madrid. Auch ein sehr guter Sechser, hat ein bisschen was nach vorne gemacht, nicht der beste Schuss natürlich, aber an sich ein sehr guter Spieler, relativ schnell unterwegs, sehr gutes Defending, mittelhohe Arbeitsraten. Der perfekte zentrale Mittelfeldspieler für diese Formation, kann man sich nicht beschweren. Dazu hat er eine Vorlage gemacht, hat mir sehr gut gefallen, kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Rechts der erste 5-Star-Skiller, es gibt insgesamt 3 in diesem Team und zwar Aiden McGeady, hat ein Tor gemacht, 2 Vorlagen, leider der Abschluss bei ihm nicht ganz so gut. Er hatte viele geile Skillruns, die nur noch mit dem Tor hätten vollendet werden müssen. Hat er leider nicht geschafft in manchen Situationen. Ist schade, aber ansonsten wirklich ein sehr, sehr guter Spieler. Kann man sich nicht beschweren. Schnell, wendig, dribbelstark, schussstark. Ja, einfach ein wunderbarer Spieler für die rechte Außenposition. Natürlich kann man auch bei Afa hinstellen, dann hat man eine Nation weniger wegen Kabul. Würde ich dementsprechend nicht machen. McGeady geht wirklich sehr, sehr gut klar. Linkes Mittelfeld haben wir dann linken Flügelspieler stehen. Und zwar ist das, ihr ahnt es wahrscheinlich schon, wenn Antunes da steht und wir schon Diarra haben. Es ist Dani mit 85 Tempo, 84 Dribbling, 81 Passen, 76 Shooting. 2 Tore und eine Vorlage gemacht, 700 Coins gekostet, mittelgeringe Arbeitsraten, Forster Skills und Weakfoot. Allgemein sehr skillreiches Team, macht mir extrem viel Spaß gemacht damit zu spielen, weil wir haben 2 Forster-Skiller und 3 5-Star-Skiller in diesem Team drin. Und Dani auch ein sehr, sehr guter Spieler, kann ich nur mal wieder sagen. Extrem gutes Passspiel vor allem, sehr gute Freistöße, also Freistoßflanken, hat 11 Meter reingemacht. Allgemein sehr gutes Passspiel und Dribbling, hat mir sehr gut gefallen und nur empfehlenswert für jedes portugiesische Team, für jedes Hybrid, wo ihr ihn einbauen könnt. Macht das ruhig mal, bei dem kann man sich absolut nicht vertun. Leider keine 5-Star-Skills mehr, wie ich über 12, aber auch mit 4-Star-Skills kommt man ganz gut klar. Die beiden Zehner dann sowohl als auch Marokkaner, einmal Tarab und auf der anderen Seite Mbarke Boussoufa. Der
der hat mir extrem gut gefallen. Der beste Spieler in diesem Team, meiner Meinung nach, mit 80 Tempo, 86 Dribbling, 82 Passen und 72 Shooting. Der Schuss vollkommen in Ordnung, leider nicht besonders groß und körperstark, dafür sehr, sehr wendig und sein Dribbling ist picobello, allererste Sahne. Kann man auf jeden Fall richtig gut benutzen. Natürlich relativ schwer einzubauen, weil Marokkaner und in einer relativ unpopulären Liga, aber immerhin der Link zu Diarra ist gut. Dazu hat er Tarab noch als nächsten Fall ist der Skiller und kann man auf jeden Fall benutzen. Also vor allem sein Dribbling ist richtig, richtig geil. Er ist ziemlich schnell unterwegs, sein Passspiel ist gut, die Five-Star-Skills setzt er perfekt ein. Ich habe doch, glaube ich, mit fast keinem Spieler gespielt, der die so gut eingesetzt hat, wie Mbak Boussoufa. Also auf jeden Fall nice. Und auf der anderen Seite Tarab, der war relativ unauffällig, der unauffälligste Spieler in diesem Team, leider in der Offensive. Natürlich ein sehr guter Spieler mit Four-Star-Skills, Four-Star-Weakfoot und Five-Star-Skills, mittelgeringe Arbeitsraten, 80 Tempo, 84 Dribbling, leider nicht so gute Passwerte, dafür ein bisschen besserer Schuss als Boussoufa. Das ist auch wirklich so, das fühlt man auch, aber er war trotz auch seiner besseren Physics nicht ganz so auffällig, nicht ganz so gut, nicht ganz so dribbelstark, nicht ganz so wendig, aber natürlich trotzdem ein guter Spieler, kann man nichts gegen sagen. Auch den würde ich weiterempfehlen, nur bei mir war er halt relativ unauffällig, weil ihm Boussoufa die Show gestohlen hat. Gut, im Sturm haben wir dann, wer hätte es erwartet, natürlich Eduardo Vargas, wir hätten da auch Charlie Austin hinstellen können, da hätte man einen Silberspieler gehabt, wollte man natürlich hier nicht drin haben. Ich glaube, noch irgendjemand ist jetzt zu QPR gewechselt irgendwie oder wird zu QPR wechseln, ich bin mir nicht ganz sicher, irgendein Sweaty-Stürmer oder wechselt Vargas irgendwo, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, auf jeden Fall Vargas, ein sehr guter Stürmer, 3 Tore, 3 Vorlagen gemacht, eigentlich nochmal besseres Set als Boussoufa, hat mir nicht ganz so gut gefallen, weil er teilweise nicht so schnell war, wie es auf der Karte steht, aber trotzdem sehr guter Stürmer mit 77 Shooting, ein sehr guter Abschluss, 83 Dribbling ist vollkommen in Ordnung, 1,75 groß, leider halt nicht kopfballstark oder nicht so physisch stark, das war ein bisschen blöd in manchen Situationen, reicht aber auf jeden Fall vollkommen aus, auch ihn natürlich nur weiter zu empfehlen, nach Tobis Meinung war der am Anfang des Jahres der beste Stürmer im Ultimate Team und man kann auf jeden Fall sagen, dass er einer der Besten ist, was aufgrund der Four-Star-Skills, des Tempos, des Dribblings und des guten Schusses und des niedrigen Ratings so zusammenkommt. Gut, das ist das Team, wie gesagt, kostet so um die 7500 Coins für einen Pack, könnt ihr das haben und könnt euch das während des Team of the Year Market Crashes hinstellen. Lohnt sich auf jeden Fall, ist nämlich gut, hat alle Spiele gewonnen und dementsprechend kann ich das nur weiterempfehlen. Ich hoffe, das Team gefällt euch. Viel Spaß jetzt bei den Toren, ich wünsche euch noch ein wunderschönes neues Jahr, ne, an alle von euch, die ordentlich reingefeiert haben. Gute Ausnüchterung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaut bei Livestream vorbei. Wenn es euch gefallen hat, like. King Green in der Videobeschreibung, Sender in der Videobeschreibung, wenn ihr mich verlinken wollt. Wenn ihr mich verlinken wollt. Genau, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Wunderschönen Tag noch. Haut rein. Und ciao. Yeah.